Liebes Publikum, schön, dass Sie wieder Zeit gefunden haben und schön, dass Sie uns wieder zuschauen. Es ist erneut ein Mittwochabend und wir befinden uns in der nunmehr 9. Ausgabe unserer Ringvorlesung mit dem Oberthema Meinen, Glauben, Wissen. Mein Name ist Steve Sokol, ich bin Mitarbeiter am Institut für Kompetenz, Kommunikation und Sprachen an der Hochschule Mittweida und ich werde den heutigen Abend moderieren. Wie wird der heutige Abend ablaufen? Wir hören zuerst einen Vortrag, welcher ca. 45 bis 50 Minuten dauern wird. Nach dem Vortrag bleiben Sie auch bitte bei uns, denn wir gehen anschließend in nur einer 5-minütigen Pause und danach sind Sie gefragt. Sie können Ihre ganz persönliche Meinung einbringen und selbstverständlich Fragen an die heutige stellen. Das alles läuft dann über Zoom. Wie genau das funktioniert, das erkläre ich Ihnen nach dem Vortrag. Aber jetzt natürlich erst einmal unser heutiges Thema: Irrungen und Wirrungen im Erziehungsdschungel oder auch die Erziehungsaufgabe, ein einziger Dschungel, von dem Erwachsene alltäglich umgeben sind, wenn sie sich dieser Aufgabe stellen. Jedoch, was ist eigentlich Erziehen? Woher nehmen wir eigentlich unser Wissen über die Thematik Erziehung? Was meinen und glauben wir hierüber zu wissen und woher nehmen wir unsere Wissensbestände? Was beeinflusst eigentlich uns Erwachsene? In welchen Spannungsfeldern bewegen wir uns und wovon lassen wir uns leiten und beeinflussen, wenn es um das Thema Erziehung geht? Sind es Zwänge, Moden oder sogar Glaubenssätze? Und wo bleibt eigentlich das Kind? Sie merken schon anhand dieses Exkurses, es gibt viele Fragen zu klären, wenn wir uns im Erziehungsdschungel befinden. Diesen Fragen wollen wir uns heute Abend wissenschaftlich und praktisch zuwenden. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle an die Expertin zu diesem Thema übergeben und begrüße ganz herzlich unsere heutige Gastdozentin, Frau Professorin Patricia Gröber. Frau Professorin Gröber ist seit dem Jahr 2017 als Professorin für Sozialpädagogik und Beratung in der Fakultät Soziale Arbeit an der Hochschule Mittweida tätig. Darüber hinaus ist bei ihr ein weiterer Arbeitsschwerpunkt in Forschung und Lehre die Thematik Kindheit. Frau Professorin Gröber absolvierte das Studium zur Diplompädagogin an der TU Dresden in der Fakultät Erziehungswissenschaften. Sie war anschließend wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Dresden im Lehrstuhl Sozialpädagogik der Lebenswelt und danach als Referatsleiterin am Sächsischen Bildungsinstitut tätig. Weiterhin war sie Moderatorin und Fortbildnerin für sozialpädagogische Arbeitsfelder und aktives Mitglied im Fachbeirat zum Sächsischen Bildungsplan. Frau Professorin Gröber, wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Vielen Dank, Herr Sokol. Ja, meinen Glauben, Wissen, was hat das mit Erziehung zu tun? Die Irrungen und Wirrungen im Erziehungsdschungel. Oder die Frage, mache ich es so? Oder mache ich es doch ganz anders? Einige von Ihnen, die auf der Homepage nachgelesen haben, worum es heute geht, haben schon das Beispiel, das allen Eltern den Schweiß auf die Stirn treibt, nachgelesen, wenn wir das schreiende Kind an der Supermarktkasse haben. Ich hatte ja hingeschrieben, ist ein Klischee. Aber dieses Klischee kommt ja tatsächlich in der Praxis auch vor. Und egal, was man macht, egal, wie man als Eltern in so einer Situation reagiert, man erntet mit Sicherheit merkwürdige Blicke, weil es immer jemanden gibt, der es auch besser weiß und der über Erziehung auch besser Bescheid weiß. Erziehung gehört für uns ganz selbstverständlich zur Kulturgeschichte der Menschheit. Dass sie stattfindet, steht außer Frage. Das ist für uns völlig klar. Wie sie aber sein sollte, was sein kann, was sein darf oder sogar sein muss, wie sie also gemacht wird, das ist die Frage, die all diejenigen beschäftigt, die immer wieder vor der Herausforderung stehen, zu erziehen. Das sind ganz, ganz viele unter den Erwachsenen, nämlich alle die, die es mit Kindern und Jugendlichen oder anderer Begriff dafür, den ich heute in diesem Vortrag auch verwenden werde, mit Heranwachsenden zu tun haben. Ich werde in diesem Vortrag nicht versuchen, diese Frage zu beantworten. Also die Frage, was man tun und lassen sollte, ist gar nicht so die Frage, die mich so sehr beschäftigt, sondern mir ist es vielmehr ein Anliegen, im Rahmen dieses Vortrages zu meinen Glauben und Wissen den Zusammenhang zwischen Erziehen und meinen Glauben, Wissen zu beleuchten und eher nach den Begründungszusammenhängen von Erziehung zu fragen. Ich werde dazu in 6 Schritten vorgehen, die mehr oder weniger kurz oder lang sein werden, also unterschiedlich.
sind. Ich werde zunächst einmal danach fragen, was ist eigentlich Erziehen? Was verstehen wir darunter? Wie können wir das für uns greifen? Zweitens würde ich gerne mit Ihnen einen Blick in die Geschichte des Erziehens wagen wollen und mal die Frage stellen, seit wann wird eigentlich erzogen oder seit wann nennen wir das, was wir da machen, eigentlich überhaupt Erziehung? Was wissen wir über das Erziehen? Um dann ein Stück weit mit Ihnen gemeinsam darauf zu gucken, wodurch lassen wir uns beim Erziehen leiten, was sind so die Einflüsse auf unser Erziehungshandeln und in welchen Spannungsfeldern bewegen wir uns, wenn wir uns erziehen. Und ganz am Schluss werde ich es wagen, mit Ihnen nochmal auf die Supermarktkasse-Szene zu schauen, mal sehen, ob wir eine Lösung finden oder wie wir da aus dieser Nummer wieder rauskommen, wo ich Ihnen doch versprochen habe, dass ich Ihnen nicht sagen werde, wie es zu tun oder zu lassen ist. Schauen wir zunächst einmal auf die Frage, was ist eigentlich Erziehen? Wenn man so in der jüngeren oder aktuellen Diskussion zur Erziehung drauf schaut, wie Erziehung betrachtet wird, dann fallen im Prinzip zwei Lager auf. Da gibt es das eine Lager, die vertreten die Ansicht, es würde insgesamt viel zu wenig erzogen. Es müsste mehr erzogen werden. Dieses Lager, Sie meinen damit, dass Heranwachsende zu wenig Einfluss durch Erwachsene haben, dass es ihnen an Einfluss durch Erwachsene mangelt, dass diejenigen, die für Erziehung zuständig sind, zu wenig Disziplin, zu wenig Gehorsam, zu wenig Einhaltung von Regeln einfordern oder eben durchsetzen. Sie fordern mehr Erziehung und versprechen sich eigentlich damit, so den Verlust von traditionellen Werten oder Ordnungen aufhalten zu können. Sie befürchten diesen Verlust und wollen diesen Verlust aufhalten. Darum geht es den einen, die anderen. Für die hat der Begriff Erziehung grundsätzlich so den Geruch von Fremdbestimmung oder Beschneidung von Freiheit. Und bei denen klingt in den Ohren Drohungen oder Verbote oder Bestrafung, wenn der Begriff Erziehung in den Mund genommen wird. Dieses Lager ist grundsätzlich skeptisch bis hin zu ablehnend gegenüber Erziehung. Und sie sehen in Erziehung eher ein Mittel der Unterwerfung von Heranwachsenden. Hat es in der Historie auch schon einen Extremfall gegeben, der hieß Antipädagogik. Die Antipädagogik war sogar der Meinung, Kinder würden durch Erziehung regelrecht versklavt werden. Also Erziehung als eine das Individuum zerstörende Maßnahme. Diese beiden Lager würde ich mal aufmachen wollen. Das Verbindende an diesen beiden Positionen ist, und das nützt uns jetzt was, wenn wir danach fragen, was Erziehen eigentlich ist, dass sie grundsätzlich davon ausgehen, dass Erziehung möglich ist, dass das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in einer Gesellschaft beeinflusst werden kann, und zwar durch Erziehen beeinflusst werden kann. In diesem Verständnis, diesem grundlegenden Verständnis, dass Erziehen überhaupt geht, implizit ist auch, dass man davon ausgeht, Erziehung kann geplant werden, absichtlich durchgeführt werden, organisiert werden, verändert werden. Man kann es so oder so machen. Oder man kann Erziehung auch diskursiv behandeln, mit Argumenten belegen. Also Argumente, die dafür sprechen, es so zu machen. Argumente, die dafür sprechen, es anders zu machen oder noch anders zu machen. Also in einen Diskurs über Erziehung gehen, Argumente finden, es bewerten, Ideen verwerfen, neue Ideen generieren, aber eben auch beschreiben, was das eigentlich ist und über das Beschreiben hinaus sogar die Annahme, dass sich Erziehung messen lässt, mindestens aber normativ einordnen lässt. Egal, mit welchen Vokabeln man Erziehung verbindet. Jetzt ausgehend von diesen beiden Lagern, entweder verstehe ich Erziehung als Unterstützung oder als Disziplinierung, als Eingriff in die Subjektivität, als Reglementierung oder als Unterstützung bei Kultivierung. Egal, wie ich das sehe, es geht aus beiden Positionen heraus, und das ist so der erste Punkt, den wir beim Begriff Erziehen klären. Es geht um das Einwirken auf Heranwachsende.
Heranwachsende, hatte ich schon gesagt, Kinder und Jugendliche, aber wir haben mit diesem Einwirken auf Heranwachsende schon das erste Eingrenzungsproblem. Das ist nämlich die Frage der Reichweite von Erziehung mit Blick auf eine Altersgrenze. Wir verwenden den Erziehungsbegriff tatsächlich nicht für Erwachsene. Wir verwenden den Erziehungsbegriff für Kinder und Jugendliche und haben die Schwierigkeit, gänzlich zu klären, wann denn nun genug erzogen ist. Das ist ungeklärt, wann man mit Erziehung aufhört und wie denn das aussieht, wenn man mit Erziehung aufhört. Das Einwirken auf die Heranwachsenden geht im allgemeinen Verständnis von Erziehung von den dafür zuständigen Erwachsenen aus. Und es ist mit einer Vorstellung darüber verbunden, was bewirkt werden soll, mit einer Intention, also was will ich erreichen, warum tue ich das, was treibt mich an. Also die Erwachsenen, die durch ihr Einwirken auf Kinder und Jugendliche Veränderungen herbeiführen wollen. Aber darüber hinaus, und da kann man sich jetzt wieder trefflich streiten, ob man das in den Erziehungsbegriff reindenkt oder nicht, gibt durchaus Wissenschaftler, die sprechen sich dafür aus, es eher der Sozialisation zuzuschreiben, nämlich die Institutionen, die Umstände, die Strukturen, die Prozesse einer Gesellschaft, die auch auf Heranwachsende einwirken. Und einige davon sind ja sogar explizit dafür ausgelegt, dass dort erzogen wird. Die nennen wir dann beispielsweise Schule und noch viele andere Bildungs- und Erziehungsinstitutionen oder eben Institutionen der Gesellschaft, die einen expliziten Bildungs- und Erziehungsauftrag haben. Dieses explizite Ausrichten ist ein funktionales Verständnis von Erziehung. Also man überträgt bestimmten Institutionen in der Gesellschaft die Funktion zu erziehen. Und noch darüber hinaus kann man natürlich mit einem weiten Erziehungsbegriff auch die Ansicht vertreten, dass Menschen, auch Heranwachsende, sich selbst erziehen. Und wir sind mit unserem Verständnis von Erziehung heute sehr nah daran, eine tiefe Überzeugung davon zu haben, dass Individuen viel aus sich heraus mit sich selbst, in Reflexion mit sich selbst tun und dass auch sowas wie Selbsterziehung existiert. Wenn man das alles jetzt einschließt in ein weit gedachtes Verständnis von Erziehung, dann kommt man zu einer nächsten Schwierigkeit, die ich gerade eben schon angedeutet habe, nämlich der Schwierigkeit der begrifflichen Abgrenzung zu Sozialisation als Begriff, zu Bildung als Begriff oder auch zu Lernen. Ich werde ein Stück auf diese Schwierigkeit auch nochmal zurückkommen. Bleiben wir bei der Frage, was ist eigentlich Erziehung? Sorry, war zu schnell. Hinter jeder Vorstellung von Erziehung steht eine bestimmte Auffassung darüber, was der Mensch eigentlich ist. Also ein Menschenbild. Das Menschenbild, das wir in uns tragen, das wir für uns beanspruchen, mit dem wir arbeiten, bestimmt, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Ein Menschenbild bestimmt auch in der Gesellschaft, wie mit dem Menschen generell umgegangen wird, was ihm zugeschrieben wird, was ihm unterstellt wird, aber eben auch, was ihm zugemutet wird. Das Menschenbild ist so ein Abbild aller anthropologischen Grundannahmen, die wir haben und mit denen wir operieren. Diese anthropologische Grundannahme beeinflusst auch unser Bild vom Kind. Das ist ein bisschen eine sperrige Formulierung, weil das irgendwie so aussieht, als hätte man da ein Bild gemalt von einem Kind und man hängt sich an die Wand. Aber nehmen Sie es doch so als Pendant zum Menschenbild, das Bild vom Kind. Und dieses Bild vom Kind schließt grundsätzliche Vorstellungen dazu ein, welche Möglichkeiten heranwachsende Kinder und Jugendliche für ihre Entwicklung überhaupt haben. Und es schließt die Idee ein, dass es Entwicklung überhaupt gibt und dass Entwicklung eben im Kindes- und Jugendalter stattfindet. Einschließlich natürlich all unseres Wissens, was wir darüber haben, was unser Bild vom Kind, unser Bild vom Heranwachsenden natürlich auch beeinflusst. Keine Frage. Die grundlegendste Annahme beim Thema Erziehung
überhaupt ist, das mag Ihnen merkwürdig vorkommen, weil das so normal ist, so selbstverständlich ist, dass Menschen überhaupt erziehbar sind. Und hinter dieser Grundannahme steckt also die Idee, dass es Sinn macht, Einfluss zu nehmen, weil es geht. Und auf der anderen Seite, und das ist die zweite Grundannahme, dass Sie, die Menschen, die Kinder und Jugendlichen, auch Erziehung brauchen, dass sie der Erziehung bedürfen, dass sie der Einflussnahme durch Erwachsene bedürfen. Und wenn man diese beiden Elemente dieser Grundannahme hernimmt, dann ist Erziehung legitimiert. Dann haben wir ein Recht, sogar die Pflicht, die Aufgabe als Erwachsene, uns der Herausforderung zu stellen, Kinder und Jugendliche zu erziehen. So viel sozusagen als Grundkonstrukt. Worauf begründen wir diese Legitimation? Wir begründen sie normalerweise darauf, dass wir wissen, auf der Erkenntnis, dass der Mensch ein sogenanntes Mängelwesen ist, als sogenanntes Mängelwesen zur Welt kommt und es auch eine ganze Weile bleibt. Er bleibt lange Zeit ein Mängelwesen, das nämlich mit seiner biologischen Grundausstattung allein gar nicht überleben kann. Jetzt, genauso wie wir vorhin darüber nachgedacht haben, wie lange eigentlich Erziehung sein soll, also wie lange wir das Recht haben zu erziehen, können wir uns an der Stelle jetzt auch trefflich darüber streiten, wie lange der Mensch ein Mängelwesen ist, weil das nämlich einhergeht mit der Frage, wie lange erziehen wir. Ne? Wenn wir Erziehung begründen mit dem Mängelwesen, dann ist das Ende des Mangels auch das Ende der Erziehung? Fragezeichen. Also wir können uns trefflich darüber streiten und das Ende des Mangels auch als Trennlinie nehmen zwischen Heranwachsender sein und Erwachsener sein. In dem, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, dass man sich darüber streiten kann, dass man das festlegen kann, dass man eine Idee davon entwickeln kann, ob es so ist oder so ist, zeigt uns, dass es nichts Naturgegebenes ist, sondern dass diese Trennlinie, diese angenommene Trennlinie, eine soziale Konstruktion ist. Also nicht naturgegeben und schon gar nicht zu allen Zeiten und überall gleich. Der Mensch ist zumindest am Beginn seines Lebens ein Mängelwesen. Darauf baut das Ganze auf. Er braucht Pflege und Aufzucht, weil diese naturgegebene Grundausstattung, meistens werden unzureichende Instinkte in diesem Zusammenhang angeführt, diese Grundausstattung noch nicht mal zum Überleben, geschweige denn zu einem autonomen Leben, zu einer autonomen Lebensgestaltung überhaupt taugen. Aber, und jetzt kommt eine weitere anthropologische Grundannahme, die Tragik dieses Mangels relativiert sich durch die Fähigkeit des Menschen zu lernen. Oder, wenn Sie mögen, lieber den Begriff Bildung heranzuziehen. Also es relativiert sich dadurch, dass wir uns bilden können, dass wir bildsam sind und dass wir uns Kultur aneignen können. Die Aneignung von Kultur ermöglicht letzten Endes zu überleben oder sogar gut zu überleben oder gut zu leben, je nachdem, wie Sie das gern formulieren mögen. Also, der Erwerb von Kultur als Kompensation für den Mangel und gleichzeitig aber eben auch als Ausdruck eines ganz enormen Potenzials. Nach heutiger Auffassung des Potenzials von Selbstgestaltung, Selbstbildung, Selbstformung, vorhin hatten wir den Begriff der Selbsterziehung, also das Potenzial zu wachsen, zu gewinnen, sich zu entfalten, sich zu entwickeln. Und gleichzeitig an der Stelle wieder der Schlüssel für Erziehung, weil nämlich in einem solchen Verständnis der Mensch beim Erwerb von Kultur unterstützt, angeleitet, gelenkt, also erzogen werden muss und erzogen werden kann. In diesem Erziehungsverständnis, also Unterstützung beim Erwerb von Kultur, sind alle Aktivitäten drin, die Erwachsene anstellen im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen, die darauf abzielen, dass Heranwachsende sich Werte und Normen
und bestimmtes Verhalten aneignen. Also die Aneignung dessen, was man braucht, um in der sozialen Gemeinschaft überleben zu können, als Erwerb von Kultur. Offen bleibt dabei, wie genau Erziehung gehen soll. Und offen bleibt auch, und das ist tatsächlich immer ein ewig andauernder Aushandlungsprozess und das macht den Erziehungsbegriff auch immer normativ überfrachtet oder unnormativ geformt, dass unklar ist, was es genau ist, was der Mensch zum sozialen Leben oder zum sozialen Überleben braucht. Braucht man ein Handy oder braucht man kein Handy? Braucht man das Handy schon mit 7 oder braucht man das Handy erst mit 11? Um mal so eine einfache Frage da reinzubringen. Soziales Überleben, Aneignung von Kultur. Und noch ein Dilemma, rechtfertigt das Bedürfnis, die Bedürftigkeit auf der einen Seite, also die Bedürftigkeit, in Kultur reinzuwachsen, sich Kultur anzueignen, rechtfertigt das auf der anderen Seite das Einwirken? Und welches Einwirken? In welcher Art und Weise rechtfertigt das Einwirken? Diese Legitimation lässt sich dann nur herstellen, wenn wir uns wieder vergegenwärtigen, dass es um den Heranwachsenden auch noch ein Drumherum gibt. Also es gibt nie nur den Erwachsenen mit dem Erziehungsauftrag, sondern es gibt ein Drumherum, eine Gesellschaft, die ein Interesse am Heranwachsenden hat und die davon ausgeht, dass er bestimmte Kompetenzen, aber auch bestimmte Einstellungen, bestimmte Werte benötigt, die er nicht von vornherein mitbringt. Na? Also das ist sozusagen im Mangel inbegriffen, dass er das nicht mitbringt. Und die sich aber auch nicht von alleine ausbilden, sondern dass man, damit dies passiert, damit diese Ausbildung passiert, gezielt darauf einwirken muss. Es geht also bei Erziehung aus Perspektive der Gesellschaft ganz klar auch um den Erhalt und die gesteuerte Entwicklung von Gesellschaft, um soziokulturelle Reproduktion. Soziokulturelle Reproduktion im Sinne von Weiterentwicklung auch. Nie nur im Sinne von, es bleibt immer alles gleich, sondern auch die Notwendigkeit, Gesellschaft weiterzuentwickeln, damit sie erhalten bleiben kann. Das ist da implizit gedacht. Wenn man das alles zusammennimmt, dann stoßen wir bei der Frage nach dem Erziehen auf zwei Grundverständnisse, die sich auch historisch ein Stück weit abbilden lassen und die uns bildhaft erklären, was es denn eigentlich nun sein könnte, das Erziehen. Da haben wir auf der einen Seite den Bildhauer, das Bild des Bildhauers, der Erziehende als Bildhauer, der mit seinem Handwerk, mit seiner Handwerkskunst den Stein bearbeitet und den Stein zu etwas Schönem, etwas Vollendetem macht, der das Bild herstellt, der ein herstellender Macher ist, der ein wissendes Einwirken auf das Material hat, ein gezielter Einsatz von Mitteln und Methoden, von Werkzeugen, um einen konkreten angestrebten Zweck zu erwirken. Nehmen Sie das Bild des Bildhauers als ein Bild für ein recht technizistisches Verständnis von Erziehung, also zielgerichtet. Die Bearbeitung eines Objekts, stark kontrollierend, stark lenkend, stark einwirkend, ganz klar von außen gesteuert, ganz klar spielt der Stein, der bearbeitet wird, gar keine große Rolle. Also die Persönlichkeit spielt keine große Rolle, sondern sie wird als formbar herzugenommen und zu etwas gemacht. Das Gegenbild dazu ist der Gärtner. Auf der anderen Seite, ne? Der pflegende Gärtner, der beschützende Gärtner, der seine Pflanze beim Wachsen begleitet, der sie beschützt, der sie ein bisschen gießt, damit sie genug Wasser hat, aber der sich vor allem aller Blätter und aller Knospen erfreut, die da kommen, der sich davon überraschen lässt, zu welcher aus sich heraus entstehenden Vollendung das Gewächs jetzt kommt, ne? Der das Gewächs wachsen lässt. Ein Bild, nehmen Sie es für ein naturalistisches
Verständnis von Erziehung. Wenig gesteuert, Bedingungen schaffen keinen direkten Eingriff. Das selbststeuernde Subjekt, im Bild die Pflanze, steht im Mittelpunkt. Ja, klar, beide Bilder sind angreifbar, beide Bilder sind auch nur Bilder. Jeder Bildhauer, der sich als bildhauender Künstler versteht, würde sagen, das Ergebnis ist im Stein nur drin, ich muss es nur rausholen. Und jeder, der mit Gartenarbeit zu tun hat, weiß, dass man auch Unkraut zupft, dass man Quertriebe abmacht und so weiter und so fort. Nehmen Sie es bitte als die Bilder für sehr stark einwirkend oder eben eher beschützend und ja, weniger einwirkend. Also beide Bilder angreifbar, aber sie sollen uns dazu dienen, dieses Verständnis zu betrachten und danach zu fragen, wo Erziehung jetzt verortet werden muss, um letztlich daraus für Erziehungshandeln zu schlussfolgern. Tendiere ich mehr zu dem einen oder zu dem anderen? Was versuche ich jetzt damit zu machen? Klar ist natürlich, das haben Sie wahrscheinlich jetzt schon rausgehört, dass uns keines dieser beiden Bilder wirklich weiterhilft, weil einerseits das bloße Wachsen lassen, das hat Theodor Litt schon 1927 so formuliert, dieses bloße Wachsen lassen kann ja kaum als Einwirken gelten. Das, was der Gärtner macht, wenn er eigentlich nichts tut, das ist ja kaum irgendwie Erziehen oder eben Einwirken. Nur in einem ganz, 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 ganz weiten Verständnis davon. Dann wäre der Erziehungsbegriff überflüssig. Also wenn Nicht-Einwirken nicht Erziehung ist, dann braucht man den Begriff nie. Und auf der anderen Seite wäre ein absolutes Herstellen, ein absolutes Machen so totalitär, dass es weit entfernt ist von unserem Menschenbild und dass wir das so dann auch nicht wollten. Was brauchen wir also oder wie kommen wir jetzt einen Schritt weiter? Mit dem Versuch einer Synthese. Und die Suche nach einem brauchbaren Erziehungsverständnis führt uns immer zum Ringen um eine Synthese zwischen diesen beiden Bildern. Immer wieder kommen wir nicht drum rum einzuräumen, dass Erziehen tatsächlich absichtliches Einwirken mit Zielvorstellung ist und nicht kommen wir darum auch zu sehen, dass Kinder und Jugendliche Subjekte sind mit einem eigenen Willen, einer eigenen Begabung, einer eigenen Vorstellung davon, wer sie sind und wer sie werden wollen und wer sie sein wollen. Also das Werden würde ich sogar noch hinten dran stellen, weil es geht einem Kind und einem Jugendlichen um das Sein und um das Werden. Also wir brauchen eine Synthese beider Bilder, in welcher das Potenzial des Individuums zur Emanzipation als Leitgedanke trägt, ne? Emanzipation, Autonomie als Erziehungsziel und das sozusagen gleichzeitig aber deklariert, dass Emanzipation und Autonomie nicht von selbst entstehen, sondern dass sie dazu, dass Kinder und Jugendliche dazu eines unterstützenden Eingriffs, den wir Erziehung nennen können oder eben Erziehung nennen, bedürfen. Intentionalität bei Nichtmanipulation, zielgerichtetes Handeln und Achtung der Persönlichkeit, der Versuch einer Synthese. Ich habe versucht, die Synthese mit einem Bild zu beschreiben, das Sie hier sehen, der Gärtnerhut auf dem Stein. Erziehung also. Ich versuche es Ihnen noch mal so ein bisschen zusammenzufassen mit den zentralen Begriffen, die Sie jetzt auf dieser Folie sehen. Erziehung lässt sich also dadurch bestimmen, dass sie verbunden ist mit einer Absicht, mit einer Intention. Nämlich mit der Absicht, Einfluss zu nehmen auf die Entwicklung der Persönlichkeit des Heranwachsenden, auf sein Verhalten, auf seine Einstellungen, aber auch auf sein Empfinden. Erziehung lässt sich aber auch dadurch bestimmen, das ist ein Begriff, den Presinka schon begründet hat in den 80er, 90er Jahren, dass ein Sollzustand herbeigeführt wird. Da haben wir das Ergebnis, ne? Die Wirkung auf der anderen Seite. Erziehung ist also auf ein Ergebnis hin ausgerichtet. Unterstellt wird dabei sowohl eine positive Absicht,
es auch eine positive Wirkung. Niemand von uns würde sagen, ich habe beim Erziehen eine schlechte Absicht, eine negative Absicht und ich will auch negative Wirkungen erzielen. Immer wenn wir den Erziehungsbegriff in die Hand nehmen, in den Mund nehmen, dann schwingt der Gedanke, dass da eine positive Absicht mit einem auf eine positive Wirkung gerichteten Handeln zusammenspielt. Beides, sowohl die Absicht als auch die Wirkung, sind also normativ bewertet. Na, immer wenn wir positiv oder negativ in den Mund nehmen, klingelt schon und wir hören normativ klar. Es geht uns also im normativen Sinne um Förderung, um Verbesserung. Und damit verbindet sich wieder die Frage, wie wird das denn festgelegt, was Förderung ist, was Verbesserung ist und woran können wir das erkennen? Erziehung ist also ein höchst normativ geleiteter Prozess und ausgedrückt wird diese Normativität in Erziehungszielen. Erziehungsziele sind nichts anderes als normative Vorgriffe auf das Ergebnis des Prozesses. Mit Blick auf das Individuum, bestmögliche Autonomie, bestmögliche Entwicklung, Befreiung aus Abhängigkeit, Befreiung aus Schutz oder mit Blick auf die Gesellschaft, Erhaltung der Gesellschaft, Übertragung, Erhaltung von Normen, Weiterentwicklung von Gesellschaft, kann das Ganze legitimiert sein. Und aus diesen beiden Betrachtungsweisen der Legitimation heraus entstehen häufig genug genau die Ambivalenzen, die Erziehende, Verantwortliche im Erziehungsprozess vor große Herausforderungen stellen. Erziehungsziele sind nämlich einem ständigen Wandel unterworfen. Ihre Veränderung vollzieht sich entlang des Wertewandels, entlang des Wandels in der Gesellschaft. Die zentralen modernen Erziehungsziele, ich habe die Begriffe schon im Mund gehabt, Autonomie, aber auch Mündigkeit, Toleranz, Durchsetzungsvermögen, Solidarität, sind nicht schon immer in der Rangliste der Erziehungsziele ganz oben gewesen. Das ist eigentlich eine Erscheinung, die sich erst in den 1990er Jahren so durchgesetzt hat. Und wir beobachten tatsächlich auch in den letzten Jahren, in den 2000er Jahren, dass sogenannte traditionelle Erziehungsziele, traditionelle Werte wieder einen höheren Stellenwert bekommen und in der Diskussion sind. Höflichkeit, Ordnung, Pünktlichkeit möglicherweise. Erziehungsziele sind nicht immer explizit formuliert. Sie schwingen in allen Werthaltungen und allen Wertevorstellungen in der Gesellschaft immer auch mit. Die Erziehung bedient sich entlang ihrer Intention, also das, was sie will, und auch mit Blick auf das, was sie erreichen will, also die angestrebte Wirkung, immer bestimmter Mittel. Und auch die sind strittig. Erziehungsmittel sind alle Formen und Medien der Einflussnahme. Alles, was wir tun, belohnen, bestrafen, loben, uns dem Kind, dem Jugendlichen zuwenden, Rituale, alle Settings, die wir herstellen, alle nonverbalen Mittel, die wir einsetzen, sind als Erziehungsmittel zu bezeichnen. Also alles, was wir heranziehen, um genau diesen Einfluss auch durchzusetzen oder geltend zu machen. Die Frage nach dem Erreichen dessen, was durch Erziehung erreicht werden soll, insbesondere wenn wir über das Herstellen von Normalität, über das Anpassen an gesellschaftlichen Durchschnitt, an gesellschaftliche Normalität reden, führt uns zu einem weiteren grundlegenden, fast konstituierenden Dilemma von Erziehung, nämlich die Tatsache der Nichtverfügbarkeit. Das ist das größte Problem, was Erziehung überhaupt hat, aus ihrer Perspektive, dass es kaum möglich ist, zuverlässige Zusammenhänge herzustellen zwischen erzieherischem Einwirken und Ergebnis. Dass sich die Adressaten des erzieherischen Handelns dem erzieherischen Willen entziehen, dass sie sich einfach als Objekte nicht verfügbar machen, dass sie Subjekte sind und ihre Subjektivität auch zum Tragen bringen und auch gestalten. Sie merken, ich formuliere das ein bisschen ironisch. Und so bleibt Erziehung, und auch das hat Presinka 1999 wunderbar auf den Punkt gebracht, ein Versuch, das Versuchshandeln. Erziehungsziele können nicht mit Sicherheit erreicht werden. Erziehung ist kein vollständig kontrollierbarer Prozess. Es kann also so oder auch anders. Es gibt keine einfache Kausalität von Absicht, Mittel und Ergebnis.
Spätestens an dieser Stelle muss jetzt thematisiert werden, dass Erziehung als einseitige Einflussnahme von Erwachsenen gegenüber Kindern und Jugendlichen höchstens bis hier von uns theoretisch gedacht und konstruiert werden kann, aber niemals Realität ist. Dieses einseitige Wirken auf Kinder und Jugendliche gibt es nicht, sondern Erziehung ist immer eingebettet in Interaktion. Erziehung ist, wie Klaus Mollenhauer es formuliert, Interaktion und Kommunikation. Erziehung ist immer wechselseitig. Und Erziehung ist, diese Wechselseitigkeit ist eingebettet in eine komplexe Realität. Und in dieser komplexen Realität gibt es auch unbeabsichtigte oder sogar gegensätzliche Wirkungen. Es kann also was passieren, was wir überhaupt gar nie wollen. Nun haben wir im Zusammenhang mit Erziehung noch einen Begriff im Raum. Ich hatte vorhin versprochen, dass ich darauf zurückkomme. Ich versuche das ganz kurz. Ein Begriff im Raum, den Begriff der Bildung. Um der Tatsache gerecht zu werden, dass es um ein Subjekt geht, um der Tatsache dieser Subjektstellung auch gerecht zu werden, bedient sich die Erziehungswissenschaft immer häufiger in letzter Zeit wieder des Begriffes Bildung. Der war mal eine Weile out und hat jetzt wieder Konjunktur. Und wenn wir das tun, dann schielen wir dabei auf eine klassische Tradition des Begriffes im Sinne von Humboldt. Humboldt hat Bildung verstanden als Befähigung zur Selbstbestimmung, als Befähigung zur Solidarität, als Teilhabe an Kultur, als Befähigung zur Individualität, aber auch zur Gemeinschaft. Sie merken, wir bewegen uns begrifflich hier auf genau der gleichen Ebene, die wir gerade noch mit den Zielen von Erziehung verbunden haben, die wir gerade eben noch oder ich gerade eben noch der Erziehung zugeordnet haben. Bildung könnte, wenn man das so betrachtet, dann dazu taugen, um Erziehung zu bewerten. Und umgedreht könnte dann Erziehung wiederum im Dienste von Bildung stehen. Oder anders formuliert, je nachdem, wie man das formulieren mag, hat Erziehung Zugriff auf Bildung, Einfluss auf Bildung. Jetzt stellt der moderne Bildungsbegriff das sich Bildende, dass sich aus sich heraus auch bildende aktive Subjekt in den Mittelpunkt und versteht Bildung eben als einen vom Subjekt selbst betriebenen Prozess mit reflexiven Anteilen, also die reflexive Auseinandersetzung mit einer doppelten Zielsetzung, diese doppelte Zielsetzung ist dem Subjekt gewissermaßen inhärent, es ist ihm eingeschrieben. Selbstentfaltung auf der einen Seite, Darstellung von Individualität, Wachstum als Persönlichkeit auf der einen Seite und soziale Integration oder gar Inklusion auf der anderen Seite, das Dazugehören, das Dabeisein, Teil einer Gemeinschaft sein. Eine solche Definition von Bildung mit diesen beiden Prämissen findet sich bei Stefan Sting. In einem solchen Verständnis ist Bildung von außen dann aber eben auch nie verfügbar, ne? Sondern die ist beim Subjekt, sie ist aber, und jetzt kommen wir dann zurück auf Erziehung, wohl beeinflussbar, weil dann Bildung so verstanden gewissermaßen die Reaktion des Subjektes, die Reaktion des Individuums auf die Einflüsse von außen ist, also auf Erfahrung ist. Darüber hinaus wird der Bildungsbegriff aber auch herangezogen, nur so zur Ergänzung, um nicht nur den Prozess zu beschreiben, sondern auch das Ergebnis. Wir verwenden den Begriff Bildung immer auch dann, wenn wir Kompetenzen meinen oder Qualifikationen meinen, also als Synonym dafür. Und wenn wir Bildung diesbezüglich im Raum stehen haben, dann wissen wir, dass es einen gesellschaftlichen Selektionsmechanismus gibt. Und nebenbei hat Erziehung dann, wenn es im Dienste von Bildung steht, auch ein Zutun zu diesem Selektionsmechanismus, ob wir wollen oder nie. Und Erziehung wäre dann das Bemühen, wenn man es positiv formuliert, Bildung zu ermöglichen. Bildung ist abhängig von soziokulturellen Voraussetzungen und durch gesellschaftliche Machtverhältnisse bestimmt. Das wissen wir aus ganz vielen Bildungsstudien. Die Bedingungen des sozialen, räumlichen Aufwachsens, die Bedingungen oder die Erfahrungen, die Kinder und Jugendliche machen können, bedingen, beeinflussen den je subjektiven Aneignungs-, den je subjektiven Bildungsprozess.
Also soziale, materielle, kulturelle Voraussetzungen, aber auch die Zuwendung durch Erwachsene, bestimmte Erfahrungen, Erfahrung von Anerkennung oder Erfahrung von Ausgrenzung. Dann hat der Bildungsbegriff im Übrigen auch eine normative Implikation, wenn wir davon ausgehen, dass Bildung auf das Handeln von Menschen, sich auf das Handeln von Menschen auswirkt. Also mein Bildungsprozess bringt hervor, wie ich handle, wie ich mich anderen gegenüber verhalte, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich die Welt erlebe. Dann schließt Bildung auch, und da ist er ein viel weiterer Begriff, als der Erziehungsbegriff es sein kann, Sinnkonstruktionen ein, Selbstvergewisserung ein, aber auch Bewältigung von Kontingenzen, immer auf die eigene Subjektivität bezogen, aber eben auch auf gesellschaftliche Teilhabe bezogen. Ich glaube, wenn ich auf die Uhr gucke, dann muss ich ganz kritisch mit mir selber einsehen, dass ich gar nicht viel dazu erzählen werde, seit wann erzogen wird, und eher den historischen Teil ein kleines bisschen überspringe und nur anklingen lasse, dass der Begriff Erziehung im deutschen Sprachraum noch gar nicht immer existiert hat, sondern dass Erziehung an sich was ist, was im Laufe der Zeit erfunden worden ist und wo es viel Zutun aus der Philosophie gegeben hat und wo es viel Zutun gegeben hat, vor allem seit der Zeit der Aufklärung und seit der Zeit, in der wir Menschen in unserer Historie die Kindheit erfunden haben als eine Zeit, in der es um Bildung geht, in der es um Lernen geht, in der der Platz dafür da ist, sich zu entwickeln und in der Kinder davon befreit sind, irgendetwas anderes für die Gesellschaft zu leisten, außer eben in diese Gesellschaft durch Bildung und unter Einflussnahme von Erziehung auch hineinzuwachsen. Wir verbinden all diese Schwellen der Historie mit großen Namen, mit Comenius, mit Rousseau, mit Pestalozzi und dann auch mit natürlich Wilhelm von Humboldt auf jeden Fall, mit seinem Bildungsbegriff, auf den war ich ja schon eingegangen. Aber dann auch, und das ist was bis in die heutige Zeit auch auf jeden Fall reinschwingt, mit den Namen der Reformpädagogik, die das Kind sozusagen wiederentdeckt hat, nachdem es schon mal entdeckt worden war, in dem es schon mal ein pädagogisches Jahrhundert gegeben hat, in dem sich kaum Wissenschaftlerinnen, aus historischen Gründen heraus natürlich, mit Erziehung beschäftigt haben. Und dann in der Reformpädagogik finden wir dann auch wirklich viele Wissenschaftlerinnen oder viele Pädagoginnen, die Großes geleistet haben und das Kind wiederentdeckt haben, auf den Punkt gebracht hat, dass Ellen Key mit der Formulierung, wir brauchen eine Pädagogik vom Kinde aus, wir müssen Pädagogik vom Kinde aus denken und eben weniger vom Erwachsenen aus, der versucht, mit dem Kind im Erziehungsprozess etwas ganz Bestimmtes, etwas ganz Konkretes zu erreichen, was zu Disziplinierung und Indoktrination geführt hatte am Ende des 19. Jahrhunderts und mit Beginn des 20. Jahrhunderts haben wir ja dann auch die Reformbestrebungen der Reformpädagogik, die das wieder gerade rücken wollen oder in eine andere Richtung rücken wollen. Was wissen wir über Erziehen eigentlich? Woher holen wir unser Know-how? Um Fragen der Erziehung zu klären, hat sich seit gut 200 Jahren eine eigene wissenschaftliche Disziplin etabliert, die sich da Pädagogik nennt. Das ist uns allen klar, dass es diese Disziplin gibt. Es gibt sie seit 200 Jahren an Universitäten, aber einen wirklichen Boom hat diese Disziplin erst dann erlebt, nämlich im frühen 20. Jahrhundert, als alle andere Disziplinen sie flankiert haben. Das war damals am Ende des 19. Jahrhunderts die sich etablierende Psychologie und im frühen 20. Jahrhundert dann die aufkommende Soziologie, in deren Fahrwasser sozusagen die schon existierende Pädagogik einen neuen Boom erlebt hat und sich der Beantwortung von Fragen der Theorie und Praxis des Erziehens zugewendet hat.
bevor das die Pädagogik getan hatte, haben sich da andere Wissenschaften drum gekümmert. Philosophie, Anthropologie, Theologie, aber eben auch Medizin. Zum Beispiel wurden Erziehungsratgeber im frühen 20. Jahrhundert noch von Medizinerinnen veröffentlicht und auch von Pädagoginnen, aber da war das für die Medizin auch ganz selbstverständlich, da ihre Meinung dazu zu haben. Ziel, Mittel, Inhalte und Methoden von Erziehung sind seit vergleichsweise kurzer Zeit, also das Revier der Pädagogik oder, wenn man es wissenschaftlicher ausdrücken will, der Erziehungswissenschaft. Und die Pädagogik ist als eine Wissenschaft, die tatsächlich zwischen Theorie und Praxis hin und her pendelt einerseits und andererseits aber auch vermittelt, eine Wissenschaft, die die Aufgabe hat, Wissen mit Bezug auf erzieherisches Handeln, also auf Praxis auch zu produzieren. Aus diesem Zusammenhang heraus lässt sich begründen, dass die Pädagogik zur Beantwortung ihrer Fragen sich auch auf verschiedene Wissenschaften bezieht. Die Frage nach der Erziehung bleibt immer eine pädagogische Frage, keine Frage, aber sie lässt sich eben auch oder nur oder mit Bezug auf andere Wissenschaften beantworten. Und dann braucht es eine pädagogische Reflexion und eine handlungsbezogene Übersetzung von anderen wissenschaftlichen Wissensbeständen oder von anderen Wissensbeständen. Grundlegende philosophische Bezüge der Pädagogik haben wir gerade schon angesprochen. Zentral ist dabei Kants Erkenntnis, dass der Mensch erst durch Erziehung zum Menschen wird. Mit kulturtheoretischem Bezug können wir feststellen, dass es der Erziehung bedarf, damit der Mensch sich Kultur aneignen kann. Also Kultur muss gelernt werden. Als ebenfalls ganz besonders einschlägig können wir die Erkenntnisse der Psychologie hernehmen. Ist vor allem die Bedeutung von Emotionen, die eine große Rolle spielt und Einfluss auf Erziehung genommen hat und auf die Frage, wie erzogen werden soll. Da ist die Entwicklungspsychologie, die uns Erkenntnisse über den Heranwachsenden liefert. Das aktive Kind, klar, Piaget hat das aktive Kind in den Mittelpunkt seines Phasenmodells gestellt. Und dann haben wir schließlich mit einer ganz besonderen Durchschlagskraft in neuerer Zeit die Erkenntnisse der Neurowissenschaften, beziehungsweise deren neue modernen Verfahren, die uns Belege für die Plastizität des menschlichen Gehirns und für sensible Phasen geliefert haben. Pädagogik und Psychologie haben, ich will da die neueren Erkenntnisse gar nicht schmälern, aber durch die Neurowissenschaften auch einiges an Vergewisserung erfahren. Also vieles ist sozusagen auf einen mit naturwissenschaftlichen Verfahren bestätigt worden, was Pädagogik und Psychologie schon längere Zeit wussten. Ja, und letzten Endes kann man auch aus kulturhistorischen Bezügen einiges erfahren über Wirksamkeit von Erziehung, von Erziehungsstilen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten. Auch dazu haben wir zwischenzeitlich Erkenntnisse. Also Erziehung kann, wie wir bereits thematisiert haben, nicht nur auf Intentionen, sondern auch auf Effekte bezogen und auch daraufhin untersucht werden. Es steht also die Frage von Wirksamkeit im Raum und immer auch die Frage der Relation von Zweck und Mittel. Was soll erreicht werden? Wie soll es erreicht werden? Und um Wirksamkeit auch nachweisen zu können, braucht es eine Veränderung, die man auch nachweisen kann. Also es braucht eine Veränderung, die wir auf kontrollierte Prozesse, also pädagogische Prozesse auch zurückführen können. Und jetzt sind wir wieder bei dem Dilemma, das wir gerade schon angesprochen haben, dass pädagogische Prozesse eben keine Laborprozesse sind, die nicht isoliert stattfinden, sondern sie sind integraler Bestandteil von Alltag und von Alltag von Kindern und Jugendlichen, die mit Erwachsenen in einer Beziehung zueinander stehen. Hier haben wir die empirische Pädagogik, die uns Daten über Erziehung liefern kann und die beschreiben kann, wie Erziehung ist und ja, wie Erziehung aussieht in der Realität. Und letzten Endes haben wir dann, das hatte ich vor uns auch schon angesprochen, das Wiedererwachen des Bildungsbegriffes, das
ja, ein Stück weit auch dazu geführt hat, zu gucken, wie kann man es operationalisierbar machen, wie kann man es messbar machen, wie kann man gucken, dass das Ganze sozusagen in ein Effizienzraster gesellschaftlicher Ressourcenverteilung auch reinpasst, weg von alleiniger normativer oder erfahrungsbezogener Deskription pädagogischer Prozesse. Schauen wir also auf die Frage, wodurch lassen wir uns leiten bei Erziehung? Und hier haben Sie so eine Gemengelage von Einflüssen, unter denen Erwachsene so stehen, wenn sie aufgefordert sind zu erziehen. Und je nachdem, wie man Erziehung versteht, auch da haben wir unterschiedliche Möglichkeiten, uns einzuordnen. Da haben wir hier eine Übersicht von Lenzen, der ja, so ein paar Punkte auf den, also ein paar Aspekte sagt, und so kann man Erziehung verstehen. Unter dieser Perspektive kann man es sehen, da können Sie sich gerne einordnen. Aber darüber hinaus findet eben Erziehung, wie ich schon gesagt habe, in konkreten Situationen mit konkreten Menschen statt. Es ist also der Einfluss von Normen, von Regeln, aber eben auch der Einfluss von aktuellen Bedürfnissen und Gefühlen. Und jetzt auf beiden Seiten, nicht nur bei dem, der erzieht, sondern auch, Entschuldigung, nicht nur bei dem, der erzogen wird, sondern auch noch bei dem, der erzieht. Wir haben also eine Gemengelage von Einflüssen, und auf einen dieser Punkte würde ich gerne kurz eingehen wollen, nämlich die Frage nach der Expertise. Sie sehen hier, dass wir einen großen Einfluss aus der medialen Welt haben. In der medialen Welt steht neben konkreten Personen, die uns als Einflussfaktoren auf unser Erziehungshandeln zur Verfügung stehen, konkrete Personen, Eltern oder Freunde, eine riesige Bandbreite von medialer Expertise zur Verfügung, die erfolgsversprechend ist, die Rat erteilt. Neben diesen Büchern, die Sie hier sehen, also der Erziehungsliteratur, gibt es in der aktuellen Welt natürlich auch was im Internet. Das sind Podcasts. Und wir haben da eine Hitliste, das ist eine tagesaktuelle Hitliste. Können Sie sich gerne auch im Internet mal angucken, welche Podcasts zu Erziehungsfragen denn gerade so beliebt sind. Und das sind einige. In der Regel ist die Schwierigkeit bei Erziehungsratgebern, seien sie nun Podcasts oder seien sie nun Bücher, dass sie normativ angelegt sind. Sie erläutern, wie Erziehung sein soll. Sie bieten selten eine Beschreibung von Realität, sondern es bleibt für den Erziehenden, für den, der sich informieren will, der sich Expertise aneignen will, immer sich ein eigenes Bild zu machen. Und mit dem, was andere wissen und welche Meinungen andere haben und welche Meinungen für sich daraus ergeben, das zu unterscheiden, also zu sortieren. Was ist Expertise? Was ist das Wissen anderer? Was ist die Meinung anderer? Was wissen andere? Was wissen andere nicht? Wovon sind sie überzeugt, obwohl sie es nicht wissen? Und woran glauben sie, weil sie überzeugt sind, obwohl sie es nicht wissen? Es bleibt also immer die Herausforderung, sich zu positionieren. Und diese Herausforderung, sich zu positionieren, kann in Spannungsfeldern beschrieben werden. Das hat Friedrich Schleiermacher schon 1826 gemacht in seinen großen Vorlesungen über die Pädagogik. Und diese Gegensätze, die er damals beschrieben hat, die, finde ich, können sich als Spannungsfelder lesen lassen, in denen wir Erziehung verorten können. Im Zentrum steht für Schleiermacher immer, die Gegenwart des Kindes nicht für seine Zukunft aufzuopfern. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Gedanke, eine Denkweise, die, ich meine, uns auch heute beim Blick auf Erziehungsfragen total nützlich ist, auf die Einzigartigkeit des Individuums zu schauen und Erziehung nicht als ein Entweder-Oder zu verstehen, sondern innerhalb bestimmter Spannungsfelder zu platzieren. Zum Abschluss werde ich ganz kurz einige dieser Spannungsfelder mal aufzeigen. Da haben wir zum einen das Spannungsfeld Individuum und Gesellschaft.
Das hatte ich gerade schon angesprochen, ne? Mit dem Wachstum der Persönlichkeit, mit subjektiven Bedürfnissen und dem Wunsch, diese Bedürfnisse zu erfüllen auf der anderen Seite und der Notwendigkeit, Teil einer Gemeinschaft zu sein und sich aus dieser Notwendigkeit heraus in gewisser Weise auch der Gemeinschaft anzupassen. Und jetzt der Erziehende, der in diesem Spannungsfeld bei seinem Einwirken auf den Heranwachsende, die Heranwachsende, die Entscheidung immer wieder treffen muss, sehe ich jetzt das Individuum oder sehe ich jetzt die Gesellschaft oder wie kriege ich beides miteinander integriert? Wir haben auch ein nächstes Spannungsfeld im Bildungsinstitutionen und Familie. Familie auf der einen Seite mit ihrer eigenen Logik, mit ihrem eigenen Alltag, unberechenbar, authentisch, und Bildungsinstitutionen, die auf Effizienz ausgerichtet sind, die auf gesellschaftliche Bewertung ausgerichtet sind, die was ganz anderes wollen, als das Individuum will. Wir haben, also mitunter will, ne? Wir haben als ein nächstes Spannungsfeld früher und jetzt. Erziehung ist auf der einen Seite immer Kontext bezogen, also im Jetzt verortet, hat immer was mit einer aktuellen Situation, in der aktuelle Entscheidungen getroffen werden müssen, zu tun. Es ist aber auch historisch und gesellschaftlich abhängig. Das, was wir heute über Erziehung denken, ist gar nicht so losgelöst, wie wir das glauben, von dem, was früher über Erziehung gedacht wurde, schon deshalb nie, weil wir eigene Erfahrungen in unserer Biografie mit Erziehung gemacht haben und weil das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Oder in einem anderen Spannungsfeld, und da sind wir jetzt gerade sehr bei Schleiermacher, die Frage: Stehen wir mit unseren Entscheidungen bezogen auf die Erziehung im Hier und Jetzt des Heranwachsenden, mit seinen Bedürfnissen, es selbst zu sein, Subjekt zu sein im Hier und Heute und so zu leben, wie er leben will oder wie er den Augenblick erleben will? Oder schauen wir auf das Später und verstehen in Erziehung eher die Zukunft des Heranwachsenden, die Verwirklichung von Potenzialen? Oder aber haben wir eher das Spannungsfeld von heranwachsend sein, erwachsen sein, also Kind sein, Erwachsener sein, die Intention auf der einen Seite, die auf den Adressaten auf der anderen Seite ausgerichtet ist, aber auch die Unterstützung zur Selbsttätigkeit. In jedem Falle ist das erzieherische Verhältnis, der erzieherische Bezug immer ein Bezug mit Differenz und Asymmetrie. Es gibt eine Interaktion zwischen einem Ich und einem Du. Es gibt eine wechselseitige Beeinflussung. Und Erziehung steht immer in einer wechselseitigen Beziehung. Und es geht immer auch um Anerkennung dessen, was da ist, im Sinne von Wissen und nicht im Sinne von Glauben. Also Anerkennung, was ich da sehe und was ich da erlebe und nicht nur woran oder weniger woran ich glaube. Und die Anerkennung bezieht sich dann darauf, dass Heranwachsende eben nicht Objekte, sondern Mitgestalter in dieser Beziehung zwischen Heranwachsenden und Erwachsenem sind. Und dass es dann immer auch um das Verhandeln von Positionen, um das Verhandeln von Rollen und um den Diskurs, um die Auseinandersetzung geht. Und ein letztes Spannungsfeld, mein Lieblingsspannungsfeld, das da heißt Eigensinn auf der einen Seite und Anpassung auf der anderen Seite. Es geht in der Erziehung immer um etwas. Es geht immer um ein konkretes Thema, es geht um einen Inhalt, um einen konkreten Gegenstand, um irgendwas Bestimmtes. In Erziehung ist nie inhaltsleer, sondern sie baut Sinnkonstruktionen auf. Und ebenso wie der Erziehungsprozess hergestellt wird von allen Beteiligten, die da sind, geht es immer um diesen Sinn, der dabei hergestellt wird, auch wieder auf beiden Seiten. Und der Sinn, der Eigensinn des Kindes hat häufig wenig mit dem zu tun, was die Sinnperspektive von Erwachsenen ist. Und da halte ich es mit Schleiermacher darauf zu schauen, dass die Sinnkonstruktion, die Eigenlogik des Kindes in der Erziehung Raum kriegen muss, weil der Jugendliche
auch sinnherstellender Akteur ist, in einer konkreten Situation, die seine Situation ist aus seiner Sicht der Dinge, aber die von einer Umwelt getragen wird. Und der Erwachsene, der Erziehende, der Erwachsene gehört ja zu dieser Umwelt dazu. Und da stellt sich die Frage von Herstellung von Normalität versus Erhaltung von Eigensinn, stellt sich die Frage nach Anpassung im Sinne von Verwertbarkeit. Verwertbarkeit für wen? Sie sehen, ich habe es nicht geschafft, in 50 Minuten oder gar über 50 Minuten die Supermarktkasse-Frage zu beantworten, sondern ich würde diese Frage beantworten, wie soll ich mich jetzt verhalten an der Supermarktkasse mit, kommt drauf an, welche Idee von Erziehung die ihrige ist. Kommt drauf an, wie ihre emotionale Regulation in dieser Situation gerade läuft und welche Bedürfnisse bei Ihnen aktuell oben aufliegen. Es kommt drauf an, wie Sie die Situation insgesamt einschätzen, was Sie für einen erfolgsversprechenden Ausgang aus der Nummer erachten. Es kommt darauf an, was Sie kurzfristig, mittelfristig, langfristig für Ziele verfolgen, wohlwissend, dass Ziele in unserer demokratischen und pluralen Gesellschaft immer kontrovers sind. Also die da um Sie herumstehen, haben ganz bestimmt eine andere Meinung zu den angebrachten Zielen. Also Ziele immer kontrovers und widersprüchlich. Dass Sie aber auf der anderen Seite auch wissen, dass Handeln ohne Ziele ja gar nie geht. Also, dass Sie Ziele auf jeden Fall haben. Und es kommt natürlich darauf an, wie kreativ Ihr Kind sich weiter in diese Situation einbringt, beziehungsweise wie Ihre Vorwegnahme dieser Kreativität ist, also was Sie Ihrem Kind zutrauen, was Sie für möglich oder eben auch für unmöglich erachten und was dieses für unmöglich erachten bei Ihnen so auslöst. Es kommt darauf an, wer in der Situation welche Macht besitzt. Und es kommt darauf an, was Sie meinen, was Sie wissen, was Sie glauben. Soll heißen, wie Sie sich die Kulturtechnik Erziehung, Erziehen angeeignet haben. Erziehen heißt immer sich entscheiden, heißt immer in einer Situation sich positionieren, nachdem man viele Dinge weiß, nachdem man viele andere Positionen mit der eigenen Position verglichen hat. Erziehung heißt aber in erster Linie eben Verantwortung übernehmen, und zwar die Verantwortung Vermittler zwischen dem heranwachsenden Individuum und den Anforderungen einer Gesellschaft zu sein. Es heißt aber gleichzeitig, und das ist jetzt tatsächlich mein Schlusswort, Verantwortung aus der Hand zu geben, weil Kinder und Jugendliche auch eigenverantwortlich und autonom sind und weil sie Autonomie nicht lernen können, nicht erwerben können, wenn sie sie nicht auch im Erziehungsprozess erfahren. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Frau Professorin Gröber, für diesen interessanten und aufschlussreichen Vortrag. Und bevor Sie, liebes Publikum, jetzt denken, oh nein, das war's schon. Nein, nein, die Veranstaltung ist natürlich noch nicht vorbei, denn jetzt haben Sie, sehr geehrtes Publikum, Zeit, um Ihre Fragen zu stellen. Wir wechseln deshalb in unsere interaktive Fragerunde bei Zoom. Den Zugangslink für Zoom finden Sie, wenn Sie über YouTube schauen, direkt unter mir in der Infobox. Sie landen erst kurz im Warteraum und in circa 5 Minuten lassen wir Sie dann rein und starten direkt mit Ihren Fragen. Wir haben auch noch eine kleine Umfrage für Sie vorbereitet und würden uns wirklich sehr freuen, wenn Sie an dieser teilnehmen würden. Wir als IKKS sind natürlich immer daran interessiert, Veranstaltungen zu planen, die in Ihrem Interesse sind und die auch Ihre Fragen beantworten sollen. Und auch diesen Link finden Sie unterhalb von mir in der Infobox. Es sind 5 kurze Fragen, die uns jedoch sehr am Herzen liegen. Und wir wollen uns stetig verbessern und weiterentwickeln. Hierzu sind wir aber auf Ihre Meinung angewiesen. Deshalb nehmen Sie bitte teil. Und dann sehen wir uns in 5 Minuten wieder bei Zoom. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer interaktiven Fragerunde. Wir würden natürlich sehr freuen, wenn viele von Ihnen
viele Fragen stellen würden. Und Sie haben zwei Optionen, um die Fragen direkt an Frau Professorin Gröber zu stellen. Entweder direkt über Zoom. Sie sehen unten rechts das virtuelle Handzeichen. Das müssen Sie heben. Dann schalten wir Sie frei und Sie können direkt Ihre Frage live stellen. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn Sie sich zeigen würden, dass das Bild nicht schwarz ist, sondern wir Sie sehen. Das erleichtert nur ein bisschen die Kommunikation. Ansonsten schreiben Sie auch gerne Ihre Fragen in den Chat und wir lesen diese laut vor. Da würde ich sagen, es kann losgehen. Herr Professor Busse, Sie haben eine Frage. Ja, wenn keiner was sagt, dann kann ich ja was fragen. Also ich will mal versuchen, mal nur eine einfache Frage zu stellen. Das ist ja ein komplexes Thema und ich habe so gedacht, wo Sie nochmal gesagt haben, dass das Wissen, was man über Erziehung weiß, ist natürlich besonders durch Unbestimmtheit bestimmt. Das ist ja bei Wissen überhaupt so. Es ist ja praktisch dem Wissen immanent, dass man es nie genau so weiß. Und trotzdem scheint es mir, dass im Bereich von Erziehung doch mehr auch Glauben eine Rolle spielt. Glaubenssätze, die wir haben, was wir für richtig halten oder auch Meinungen aufeinanderprallen. Das hat natürlich damit zu tun, dass Menschen verunsichert sind, was denn nur eigentlich gelten soll, was denn gut ist, was denn schlecht ist. Sie haben das ja auch angedeutet. Und wenn man sich die ganze Ratgeberliteratur anschaut oder vielleicht auch die wissenschaftliche, könnte man dann sagen, es ist leichter, etwas falsch zu machen, als etwas richtig zu machen in der Erziehung. Das würde ich aus empirischer Perspektive eigentlich verneinen, weil wir, und da hilft uns so ein bisschen Forschung, also es ist nie so wahnsinnig viel Forschung, die wir dazu haben, aber ein bisschen zu Erziehungsstilen weiter, die uns gar nie sagt, welcher Erziehungsstil der richtige ist. Das ist ja immer so die Hoffnung, die sich damit verbindet, die uns aber ganz viel dazu sagt, was man falsch machen kann. Also wir wissen in der Erziehung eigentlich mehr darüber, was wir falsch machen können, als was wir richtig machen können. Und das finde ich, das erleichtert eigentlich ziemlich. Ja, das ist ja schon mal was, genau. Also wir wissen nie, wie wir es genau machen müssen, damit wir das erreichen, was wir erreichen wollen. Das haben wir wirklich, das ist das Technologieproblem der Pädagogik. Aber wir wissen, was wir lassen sollten. Und das hilft uns eigentlich weiter. Ist es da nicht... Ich habe jetzt nochmal gedacht, was vielleicht auch nochmal hilfreich ist, es ist ja vor allen Dingen die normative Bildung, also die Vermittlung von Normen, was gelten soll, was richtig ist, mehr noch als beim Bildungsbegriff. Das hängt natürlich sehr davon ab, welche Normen wir gesellschaftlich teilen. Und wir haben, das haben Sie ja, ich sage mal so implizit hineingeschmuggelt, in Anführungsstriche, dass wir natürlich von einem aufgeklärten, emanzipierten und autonomen Subjekt ausgehen, wo wir sagen, das brauchen wir für unsere Gesellschaft, einfach. So, und damit haben wir natürlich etwas am Haken, was viel, viel schwieriger herzustellen ist. Man kann Autonomie menschlich einbläuen. Das ist irgendwie schwieriger. Da haben es vielleicht Diktaturen einfacher. Das wäre jetzt die Frage. Wenn ich ein unterwürfiges, autoritätsabhängiges Subjekt haben möchte, ist das dann leichter zu erziehen? Oder haben wir im Erziehen, Fragezeichen, oder haben wir es nur deswegen so schwer, weil wir autonome Menschen haben wollen? Eine Autonomie kann man per se nicht herstellen. Vielleicht beides. Also auf der einen Seite, weil Autonomie gleichzeitig Diversität einschließt und Angepasstheit, absolute Angepasstheit ausschließt. Also wissen wir zumindest, wenn wir das autonome Subjekt unterstützen wollen, schon mal gar nicht konkret, was wir da eigentlich wollen, weil wir eigentlich wollen, dass es das selber bestimmt. Während eine Diktatur ziemlich genau weiß, was sie will und demzufolge zumindest in ihrem Versuchshandeln ausprobieren kann, was funktioniert auf dieses konkrete Ziel hin. Das ist das eine. Und der andere Gedanke, der mir da kommt, ist, dass unsere Grundannahme, unsere tief verwurzelte Grundannahme, dass das normativ höher zu bewerten ist oder ethisch höher zu bewerten ist, uns daran hindert, das andere auszuprobieren. Da bin ich eigentlich auch ganz froh darüber, dass uns das hindert. Aber wir wissen aus der Historie, dass es Diktaturen ziemlich gut gelingt, das herzustellen, was sie herstellen wollen. Und das sehen wir, ich versuche das jetzt mal ganz vorsichtig zu formulieren, aber das sehen wir in existierenden Bildungssystemen, denken wir an China, tatsächlich ja auch. Ne? Und wenn man den Bildungsbegriff
als Einwirken des einen auf den anderen Menschen verstehen will oder als Einwirken der Gesellschaft auf den Menschen verstehen will, dann wird der in anderen, beispielsweise China, Gesellschaften auch noch weit über den Heranwachsenden hinausgetragen und angewendet. Sprechen auch von Erziehung. Und trotzdem entsteht ja auch unter Diktaturen Widersinn, ne? Weil Autonomie nicht tot ist. Genau. Das ist es ja, ne? Das Subjekt ist, und das hatte ich in meinem Vortrag auch gesagt, es ist auch unberechenbar. Es ist im letzten Kern nicht zu berechnen und nie zu kalkulieren, was am Ende dabei rauskommt und was passiert. Richtig. Aber es gibt auch Autonomieverweigerung. Naja, Autonomieverweigerung ist auch Autonomie. Genau. Also das ist dann sozusagen der extreme Fall des freien Willens, zu entscheiden, keinen freien Willen haben zu wollen, natürlich. Ja. Morgen müssen wir schon wieder machen, was wir wollen. Ne? Das war ja so ein Satz. Kinderleben. Genau. Aber ja, da ist ja der Kontext ein Stück weit auch noch ein anderer. Ja. Ne? Da schwingt ja so die Frage der Überforderung bei der Wahl mit. Und da geht es ja weniger um Autonomie, sondern da geht es ja darum, was Kinder überhaupt emotional und kognitiv bewältigen können, wenn sie die Wahl haben. Ja. Also Erziehung sozusagen die gut gemeinteste und freie, scheinbar freieste, kann Kinder auch überfordern. Ja? Verstehe ich das so? Absolut. Absolut. Ja. Also aus Perspektive eines Erziehungsstils gesprochen, ja. Und das kann man ja jetzt denken bis zum Helikoptern und so weiter. Was ja gar keine, also Helikoptern bedeutet ja gar nicht Autonomie, sondern es ist ja massive Einschränkung von kindlicher Freiheit. Aber es gibt ja auch das andere Extrem. Und genau, dann ist das so. Okay. Frau Nemschowski, ich übergebe das Wort. Also ich habe da mal eine ganz praktische Frage. Ich habe jetzt sehr intensiv gelauscht im Vortrag und habe selber zwei Kinder und habe auch einige Ratgeber gelesen, zumindest bevor die Kinder auf der Welt waren. Beim zweiten habe ich es dann so ein bisschen schleifen lassen, habe ich gemerkt. Und habe auch gemerkt, dass ich nach der Lektüre viel verwirrter und es hat mir eigentlich gar nicht geholfen. Und jetzt dachte ich, jetzt schaue ich Ihren Vortrag und werde jetzt ganz aufgeklärt sein. Und jetzt werden Sie schon wissen, ich bin trotzdem enttäuscht und sage, was muss ich denn nun tun, dass mit aus meinen Kindern wertvolle Mitglieder dieser Gesellschaft einerseits wären, andererseits, dass meine Kinder mich lieben und gern noch nach Hause kommen, nicht bloß wegen der Wäsche, die ich ihnen wasche mal in Zukunft. Haben Sie denn jetzt noch einen Tipp? Die Supermarktkasse habe ich verstanden, ja, da muss jeder für sich sehen. Ist das aber so die Quintessenz fürs gesamte Erziehungsspektrum? Also was haben Sie noch so für einen Tipp für mich, dass ich nicht so verzweifle und denke, mache ich alles richtig? Also wenn ich überhaupt einen Tipp haben sollte, dann gehen Sie davon aus, dass es keine Tipps gibt oder dass keiner der Tipps, den Ihnen irgendjemand gibt, auch für Sie und Ihre konkrete Situation ganz passgenau hilft. Das Problem, was wir bei dem allen haben, ist das, was wir Erziehung nennen und erst recht, wenn es im familiären, privaten Rahmen stattfindet, so schlecht rationalisierbar ist. Und dass hinter der Idee, es richtig zu machen, die Vorstellung steht, man müsse es so effektiv wie möglich und so rational wie möglich machen und dann macht man das schon richtig. Und damit übertragen wir ein Prinzip aus einem Teil unserer Gesellschaft, nämlich aus dem Arbeitsleben, in einen Teil der Gesellschaft, der da Beziehung und Familie heißt, der sich eben nie rationalisieren lässt. Und deshalb ist es tatsächlich eher die Frage, welches Wissen will ich mir aneignen? Was will ich über Entwicklung von Kindern wissen? Was will ich über Menschen wissen, die mal mit irgendwelchen Strategien Erfolg hatten, um all dieses Wissen dann zusammenzunehmen und sich vor dem Hintergrund dieses Wissens, jetzt immer wieder bei dem Punkt, eine eigene Meinung zu bilden und jetzt zu experimentieren, auszuprobieren und sich auf dieses Versuchshandeln einzulassen,
Natürlich ist es anstrengend dabei, das Kind als Subjekt mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist eine Anforderung, die an Eltern gestellt wird, die auch die Gesellschaft ja zwischenzeitlich so formuliert. Ne? Also in unseren 2020er Jahren erwarten wir das ja regelrecht von jeder Mutter und von jedem Vater, dass er in seinem Kind das einzigartige Subjekt sieht und ihm viel Raum zur Entfaltung gibt. Und das macht es für Eltern aber eigentlich schwerer und nie leichter. Tut mir leid, ich muss Sie enttäuschen wahrscheinlich. Das habe ich mir schon fast gedacht und das ist eigentlich auch fast schon heilsam, Ihre Antwort für mich. Ne? Ich muss dem ja auch, weil ich es gar nicht kann, ich muss dem nicht gerecht werden, weil es eigentlich gar nicht möglich ist. Aber Babette, wenn ich mich da nochmal einbringen darf, weil du das in so einem Nebensatz formuliert hast, ich möchte, dass meine Kinder mich lieben, da hätte ich einen Tipp, das ist keine gute Idee. Ja? Weil das geht so Gucci. Das geht sowieso schief, weil das sozusagen eine intentionale Übersteuerung des Erziehungsprozesses ist. Wenn ich meinem Kind beibringe, dass es sich selber liebt und die Mitmenschen, das ist wunderbar. Und wenn ich damit dazugehöre, ist es noch wunderbarer. Aber wenn ich das sozusagen anstrebe, geht es bestimmt schief. Ja, weil ich das dann sozusagen damit belagere. Ja, aber das ist ja ein grundsätzliches Problem, womit Erziehende zu kämpfen haben, dass es ja auch so ganz viele Mythen gibt, die da mitschwingen und die das beeinflussen. Also regelrechte Ideologien und Mutterliebe oder glücklich sein, die absolute Erfüllung, ist ja ein Mythos. Wenn man ernsthafte Deskriptionen hätte von Erziehungshandeln, von Erziehungserfahrungen und Prozessen, dann hätte man das auch schon mal auflösen können, diesen Mythos, aber er hält sich. Dann hat Anna eine Frage und sie fragt, wie stark wirkt das Vorbild im Vergleich zum Wort? Stärker. Stärker. Okay. Das, was wir hören, wirkt weniger stark als das, was wir erfahren, was wir erleben und vor allem, was wir immer wieder und immer wieder sehen. Ich will jetzt das gesprochene Wort nie diskreditieren, aber ja, das wissen wir aus der Lernforschung. Okay, dann Moment. Manuela fragt, mich beschäftigt, wie der vermeintlich heute entfremdete Mensch in einer von Entgrenzung betroffenen Gesellschaft eine Orientierung in der Erziehung findet. Und was, wenn er daraus Ambivalenzen dem Kind kommuniziert? Dann könnte es ebenso Supermarktsituationen initiieren, aus dem Erziehenden heraus. Ja, das kann das Kind auch, ohne dass ich das ihm kommuniziere. Dafür hat das ein gutes Gespür, weil das nämlich lernt, das Kind lernt ja in allererster Linie die Beziehung kennen, in dem ich zu dem Kind stehe, oder dass die Beziehung, die das Kind mit mir hat, und es hat ein feines Gespür dafür, wann es mich drankriegt an der Supermarktkasse und wann ich gerade ganz souverän drauf bin und es gar nicht anfangen muss mit Kaugummi oder Lutschbonbon oder mit was auch immer. Also insofern hat das eigentlich, ja, das hat eigentlich mit dem nie so wahnsinnig viel zu tun, sondern es hat eher was mit der Beziehung zu tun. Okay, gibt es noch weitere Meldungen? Oh. Wir haben noch eine Wortmeldung von der Melanie. Frage zur Arbeit mit Eltern. Wie kann ich die Erziehungskompetenz hilfloser, ratloser Eltern stärken, ohne ein spezifisches Erziehungskonzept zu propagieren? Ja, das ist eine Frage, die kommt ganz häufig aus dem pädagogischen Kontext heraus, also aus, weil professionell Erziehende sozusagen in ihrer Expertise angesprochen werden von Eltern, die Orientierung suchen. Und da ist es total wichtig, die Eltern ernst zu nehmen mit ihren Fragen und tatsächlich auch Wissen weiterzugeben. Ich bin da ganz entschieden der Meinung, dass wir unsere pädagogische Expertise, also all das, was wir wissen darüber, wie Kinder aufwachsen, wie Entwicklung funktioniert, wie Entwicklung läuft, wie pädagogische Prozesse laufen, dass wir dieses Wissen auch an Eltern weitergeben. Das ist mal so das eine. Aber eben immer dabei bedenken, dass die spezifische Situation der Eltern eine spezifische Situation ist. Eine
Interaktion zwischen Ihnen und Ihrem Kind, wo wir aus der Interaktion zwischen uns und einem anderen Kind nie 1:1 übertragen können. Das wäre das eine, ne? Das Weitergeben von Wissen und das Ernstnehmen in diese Orientierungslosigkeit und sozusagen mit den Eltern gemeinsam nach einem Geländer fahnden. Also das Geländer nie hinstellen, sondern nach allenfalls mit dem Wissen, sondern nach einem, und das, sondern das Geländer bauen, das Geländer gemeinsam bauen, indem wir Eltern auch dabei unterstützen, mit unserer pädagogischen Expertise ihr Kind kennenzulernen. Aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, in verschiedenen Situationen auch zu erleben, vieles über ihr Kind zu wissen, wenn das so der Kontext der Frage war. Okay, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Lilly hat noch eine Frage und sie fragt, es gibt so viele Erziehungsratgeber da draußen, wie soll ich mich denn da überhaupt zurechtfinden? Das gibt, wie bei den Podcasts, gibt es auch eine Hitliste für Erziehungsratgeber. Da braucht man im Internet nur mal googeln, was sind die besten Erziehungsratgeber. Da gibt es einschlägige Seiten, die einem da sagen, ja. Eine Ratgeberliteratur taugt oder hat immer nur so die Reichweite, dass sie ein Bild zeichnet von, das hatte ich ja auch in meinem Vortrag gesagt, von einem, wie sollte es bestenfalls sein und dabei immer vernachlässigt, wie ist es in der konkreten Situation, also wie ist es in der Wirklichkeit, vielleicht ist das der bessere Begriff dafür, wie ist es in der Wirklichkeit. Und demzufolge sind natürlich wahrscheinlich die Ratgeberliteraturen die besseren, die mich als Ratsuchenden in der Wirklichkeit ein Stück weit abholen und mir eine Idee davon geben, worüber ich nachdenken muss, was meine Reflexionen sein sollten, in welche Dialoge ich gehen sollte. Weniger die, die mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe, weil da das Scheitern vorprogrammiert ist. Okay, vielen Dank. Noch jemand? Trauen Sie sich. Hier und jetzt haben Sie die Chance. Okay. Frau Professorin Gröber, vielen, vielen Dank für Ihren Vortrag, für die Bereitschaft, die ganzen Fragen zu beantworten. Wir danken Ihnen ganz sehr. Und ja, das wäre es dann auch an dieser Stelle. So schnell geht dann die Zeit dann doch vorbei. Aber wir haben noch eine Veranstaltung. Und zwar das große Finale nächste Woche. Und zwar um 18.15 Uhr heißt es Alles Klima oder was? Und da wird die Frau Dr. Inga Maria Eichentopf das Thema halten. Und wir freuen uns ganz sehr und wir hoffen natürlich, dass Sie alle dabei sind. Und bitte denken Sie an unsere Umfrage. Den Link finden Sie unterhalb von mir in der Infobox. 5 kurze Fragen. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn Sie an dieser Umfrage teilnehmen. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle, wünsche Ihnen allen noch einen schönen Feierabend. Genießen Sie noch die letzten Sonnenstrahlen heute und bis nächste Woche. Tschüss.